So, wir sind da bei Horizon Zero Dawn und ja, let's go Party. Wenn ihr das seht, muss ich da euch jetzt eben, während das jetzt so lädt, muss ich euch eben noch was erklären. Und zwar war ich dabei seit letzte Woche die Aufnahmesession für Resident Evil 8 zu machen. Problem ist, da ich ja krank bin, also das heißt, das werdet ihr dann da auch in der Resident Evil 8, falls ich das veröffentliche, oder beziehungsweise online stelle, das ist ja Das noch die Signal andere muss ganz nah Frage. sein. Ist ja auch noch die andere Frage. Kann es sein, dass es sein wird, ja, dass ich das vielleicht nicht wirklich, ja, ich weiß nicht, ob ich das, ja, wie soll ich das nennen? Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so online stellen werde, weil ich musste sehr viel unterbrechen, weil mir sehr schlecht wurde und auch, ja, mir es auch dann natürlich nicht gut ging. Das zum einen. Zum anderen war es halt so, dass ich wirklich Probleme hatte. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Irgendwie, überhaupt klar zu kommen, sprich, Ich muss nur auf den Kopf des Langhalses. ja, ich wollte aber irgendwas anderes, Eloy. Ein klitzekleines Momentchen. Ah, okay, da war eine Dings. Was war denn da? Jetzt muss ich einmal gucken. Was? Ach so, ja. Okay, ja, da war ein Datenfragment, genau, da wollten wir hin. Ja, auf jeden Fall ist mir schlecht geworden und es kam halt so, es kann jetzt viele Ursachen haben. Kann auch sein, dass es dadurch, ja, daran lag, dass ich krank bin. Ich weiß nicht, was ich da habe. Ich glaube, Magen-Darm, keine Ahnung. Kann aber auch was anderes sein. Na, ich hatte ja auch erwähnt gehabt, könnte auch sein, dass ich schwanger bin. Was eigentlich, ja, etwas unwahrscheinlich ist, ne? Aber okay. Die Spur, ne, da wollen wir jetzt nicht hin. Wir wollen das da. Ich kann es wirklich nicht sagen, weil jetzt, wo ich mache jetzt eh hier diese Aufnahmesession, deswegen ich hatte so, wollte ja unbedingt vier Aufnahmesessionen machen von ja, von dem Spiel hier, aber ich sehe hier kein Datenfragment. Warte. Vielleicht da oben? Kommen wir denn hier irgend... Ah, ja, kommen wir. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Ja.
So viel dazu, Eloy. Kommen wir noch weiter hoch? Ah! Nein, das hatte ich eigentlich nicht vorgehabt. Ich wollte wissen, ob ich noch weiter hochkomme, Mann. So, Moment. Aber so wie es aussieht, nein. Aber Moment. Oder habe ich das schon geholt? Ja, das ist das eigentlich. Also normalerweise ist es das. Flüchtlingsmuseum eröffnet. Moment, jetzt gucken wir einmal bei den Notizbüchern. Nee, Sammelobjekte. Ach ja, hier haben wir ja ein altes Gefäß, Bogen. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer war. Es scheint die Torlande zu zeigen. Set vom alten Gefäßen können im Meridian gegen wertvolle Belohnungen eingetauscht werden. Okay, ja. Aber wir wollten Datenpunkte. Das sind Audio. Hologramme, Text. Alles Gute hat ein Ende. Ultragewebe, okay, das für die Quest. Das Shot gegen Frost. Flüchtlingsmuseum eröffnet, ja. Hatten wir uns ja doch, doch noch geholt gehabt. Also können wir hier eigentlich schon wieder runter. Diesmal aber nee. Nein! Nein. Runter. Jo, wo geht's dann? Was machen wir denn dann? Gut, das hatten wir. Beobachtungsprotokoll USW 17 und hier war, ja, das haben wir, das ist, wo soll das sein? Zoomen. Nee. Hier irgendwo. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir da mal, ja, hindüsen. Natürlich ohne, dass uns jemand gleich entdeckt. Rotes Licht. Darauf haben wir nicht geachtet. Von hier aus müsste ich leicht auf den Langhals springen können. Oh.
Ja. Meine Fresse, stirb doch. Jetzt müssen wir nur gucken, wo genau das sein soll, ne? Oder haben wir das nee, auch schon? Sondereinsatzbefehl? Nee. Nee, das haben wir nicht. Da müssen wir mal gucken. Wir sind jetzt hier. Ah, ich glaube hier. Nee. Oder muss ich hier auf diesen Langhals? Wo ist der denn? Ach, da. Dann hoffen wir mal, da ist springen, okay, hoffen wir mal, dass wir das können. Auf Anhieb. So. Geschafft. Und jetzt hoch auf seinen Kopf. Da und da, so und überbrücken. Ganz ruhig, es ist gleich vorbei. Sendet es auch an andere Maschinen. So, Karte öffnen. Das hätten wir. Aber haben wir jetzt. Ja, Maschine. Ah ja, USW-17, genau. 14-23-01, Orbit F4-F8 eingeleitet. Zyklus 80-82-31. 14-23, Routing, Anfrage gesendet. 14-23, keine Antwort. GP-Rime oder G-Prime.
1424 inaktive Agenten pingen. 1424, 43, 46 inaktiv. Okay, ja. Dann hätten wir das. Dann haben wir das jetzt schon mal auch. Dann geht's weiter. Dann wollen wir, Moment, wo wollen wir hin? Wo wollen wir denn genau hin? Ich glaube, wir wollten hier hin. Da. Ungefähr. So. Und wir sind Stufe 11. Yay! Und wir haben soweit noch einen Fertigkeitspunkt. So, wir haben insgesamt 3. Jetzt gucken wir mal, was wir nehmen. Das ist Schlag von oben. Zielbalance. Unauffällig. Schwerlastträger. Krit. Kampf. Ausbeute. Reitmaschine reparieren. Das ist eigentlich, ne, sehr gut, wenn man das Pferd ein bisschen reparieren könnte und sich nicht gleich ein neues nehmen muss. Dann nehmen wir das mal. So, wir wollten dahin. Ich weiß immer noch nicht, wie kann... Ah, hocken kann ich... okay. Ich sehe auch schon das Fragment. So, dann wollen wir es mal einscannen und auch gleich lesen. Leaks schüren Angst. Geleakte interne Korrespondenzen von Xialu schüren Angst vor möglichen Massenentlassungen und Abschiebungen. Shanghai, 4. Juli 2062. Das Hacker-Kollektiv Idiot Army hat fast ein Terabyte interner Kommunikationen von Xiaolu Luna Resource Inc. veröffentlicht. Die Gerüchte anheizen, dass das in Shanghai ansässige Mondbergbauunternehmen eine deutlich Geschäftsverkleinerung plant. Mitte 2050 zog Xiaolus beträchtliche Roboterkriegsflotte und die attraktiven Verdienstmöglichkeiten die Aufmerksamkeit junger englischsprachiger Facharbeiter auf sich, doch die durchgesickerten Daten legen nahe, dass die zunehmende Automatisierung des Unternehmens einen Großteil der menschlichen Arbeitskräfte überflüssig macht. In den Berichten werden wiederholt die potenziellen Kosten für die eine Umsiedlung des überschüssigen Personals erwähnt. Was nahelegt, dass den früheren Xiaolu-Angestellten nach den eventuellen Massenentlassungen auch der Entzug der ehemals garantierten chinesischen Staatsbürgerschaft droht. Ja, das ist scheiße, wenn ich ehrlich bin. So, wie lange? Och, wir haben erstmal nur, ja. Das ist richtiger Blödsinn. Also, wenn ich ne? So, wir haben hier aber auch noch was. Und da will ich ja jetzt gucken, dass wir da mal reinkommen. Oder hin. Oder ob wir da überhaupt hier reinkommen. Hoffen wir mal, ne? Es gibt immer irgendwo einen Eingang. Oder in meinem Fall was zum Klettern. Hihi. Okay, weiter. Na komm, weiter.
Nicht aufgeben. So. Erinnert mich irgendwie an Tomb Raider. Nein! Oder doch? Nee. Das wird zu schwer. Können wir nicht verwenden. Also nochmal von vorne, würde ich mal sagen, ne? Oder kommen wir hier irgendwie rauf? Nee. Das heißt, wir müssten hier nochmal raus. Nee, hier kommt, macht sie das auch nicht. Ja, gute Frage. Wie kommen wir jetzt hier raus? Besser gesagt, wo kommen wir, geht's weiter, ne? Nee, ah, hier komme ich wieder raus, okay. Jetzt können wir nochmal von vorne rennen. Beziehungsweise das von vorne noch machen. Jo. Mal gucken. Nee. Es wird kühler. Vielleicht ist es dunkel. Also das ist schon richtig. Na. So. Jo, was machen wir denn jetzt? Oder so, ja. Geschafft. Also so weit, ne? So. Ein Panorama. Hier nee, nee, nicht Fokus springen. Einsetzen. Das ist nicht gut. Wenn sie jetzt springt. Hä? Wie zum Henker war das jetzt nochmal?
War doch so, oder? Hä? Boah, ey. Wo war ist das denn jetzt? Boah, ey. Ich werd nicht mehr. Warte. Eigentlich ist das ja hier. Direkt. Aber irgendwie. Nee, gehaben tun wir es auch nicht. Nee, hier ist es auch nicht. Was? Apokalypse-Sturm-Tour-Tag 4. Kaum zu glauben, dass Metallurgic International hier sein Hauptquartier hatte, in dieser tristen, alten Ziggurat. Wyatts Büro war im zweithöchsten Stock. Wenn M-Int eine Regel gegen Romanzen am Arbeitsplatz gehabt hätte, er hätte sie verfasst. Okay. Nice. Notizbuch. Und nee, das ist ja bei da. So, das war das Audio. Text. Hallo Ma, im Nachhinein ist es beinahe komisch, wie sehr ich Wyatt verabscheut habe. Ich hasste alles an ihm, sein verquollenes Gesicht, seine schlechte Haut, seine immer gedämpfte Stimme, seine altmodischen Anzüge und ganz besonders seinen blöden Cowboy-Namen. Es ist mir egal, wie sehr man sich anpassen möchte. Es gibt keine Entschuldigung dafür, sein Kind nach einem Revolverhelden zu benennen. Ich konnte nicht glauben, dass du meinen Baba, einen hochdekorierten Kampfpiloten, durch eine Unternehmensdrohne ersetzen wolltest. Also machte ich es dir so schwer wie möglich. Ich war mehr als grausam. Ich sagte dir ins Gesicht, dass dich nur Wyatts Konto interessiert. Ich nannte dich meine eigene Mutter, geldgierig und Schlimmeres. Ich weigerte mich, zur Hochzeit zu kommen und ließ mich sogar am Abend vorher verhaften, um ganz sicher zu gehen. Ich brauchte Jahre, um das Offensichtliche zu begreifen.
Natürlich hast du ihn wegen des Geldes geheiratet, aber um meinetwillen. Vor Wyatt hat dein Lohn nicht mal für das Essen und die Miete gereicht. Wenn du keine Überstunden machen konntest, rutschten wir tiefer in die Schulden oder mussten hungern. Du konntest es dir im wahrsten Sinne des Wortes nicht leisten, Zeit zu Hause zu verbringen und schon gar kein Geld für Kinderbetreuung oder einen Nannybot ausgeben. Und in der Zwischenzeit geriet dein Sohn außer Kontrolle, wurde ein Schulschwänzer und Dieb und war schon drogenabhängig, bevor er die Junior High beendet hatte. Wenn es nur um dich gegangen wäre, hättest du Wyatt vermutlich höflich abgewiesen. Harte Zeiten waren dir nicht fremd. Verglichen mit deiner Flucht aus Kalkutta 2037 muss dir einfache Armut wie ein Spaziergang vorgekommen sein. Du wusstest, wie man überlebt, aber dein Sohn nicht. Ich war auf dem besten Weg zur Selbstzerstörung. In einem Wahnsinnstempo. Du hast Wyatt geheiratet, um mich zu retten. Für die Stabilität und die Möglichkeiten, die sein Geld uns bieten konnte. Es funktionierte letztendlich, aber nicht so problemlos, wie du gehofft hattest. Bevor ich gerettet werden konnte, musste ich zuerst sterben. Aber das ist eine Geschichte für Red Rocks. Okay. Ja. Das ist, wenn man undankbar ist. Jetzt zeigt er das an, ne? Ah! Und ich bin tot. Ui. Echt jetzt? Alter. Ja, da war was zum Abseilen, genau. Ich hätte einfach nur auf Abseilen, ja. Alles klar. Oh, ja. Da haben wir es wieder. Warum mache ich jetzt bei Horizon 35 Minuten statt eine Stunde? Oder statt 50 Minuten? Weil ich ihn leicht angehaucht von, Zeitdruck stehe. Zum einen, ja, wie soll ich sagen? Zum einen, weil es mir immer noch nicht gut geht, ne? Das ist ja jetzt nicht gelogen, es ist ja tatsächlich so. Mir geht's im Moment wirklich sehr, sehr schlecht. Und ja. Und diese das ständige Übergeben seit letzte Woche macht die Dinge auch nicht gerade einfacher für mich. Jetzt will ich ja einmal gucken, wo waren wir denn noch nicht, ne? Das war Scheu stirbt, Hierarchie, Moment, machen wir das mal anders. Wir haben ja diese Notizbücher, Sammelobjekte, achso, ja, das habe ich ja vorgelesen gehabt, Notizbücher, Datenpunkte, Text. Das ist für die Quest. Flüchtling, Haremai, Jefferson, unentdeckt. Leaks schüren Angst. Verfassung und Sondereinsatzbefehl. 9, wer ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee. Dann haben wir die hier nur und zum Beispiel nicht. Das ist ja das Gute, warum ich. Jetzt muss ich einmal gucken, wo bist du eigentlich genau? Das ist Harriet Scheu. Das ist da irgendwo, ne? Ja, hier ungefähr. Okay.
Ja, wollen wir da jetzt, ja komm, machen wir. Wir holen uns erstmal das nächste Datengedöns. Weil auch das muss sein, wir haben jetzt auch gerade eine Quest gemacht und jetzt machen wir jetzt mal eben das eine Datenfragment, was ganz hinten ist. Den Füchslein holen wir schon später. Da müssen wir ein kleines bisschen aufpassen. Graser. Hatten wir die schon eingescannt, die Graser? So, einmal schnell schwimmen, bitte. Weil wir haben es ein kleines bisschen eilig. Und hoppala, halt. Das Das nehme ich für gehört. unterwegs Ja, mit. das brauchen wir eh. Oh. Die hätten wir auch mal erschießen können. Ja, egal. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier irgendwie das Fragment finden. So. Was hier ja. Ah, Moment, da ist es ja schon. Zack. Harriet gegen Scheu. Harriet Scheu gestorben. Entschuldigung. Textdaten, Punkt Welt. Pressemeldung, Datenbeschädigung, partiell. Priesterin, der ewigen Verdammung, Harriet Scheu gestorben. Perst, 2. September 2063. Die berüchtigte Bioterroristin und Anhängerin des Kults Ewige Verdammung, Harriet Scheu, ist im Alter von 54 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Scheu, deren Glauben es ihr verbot, sich medizinisch behandeln zu lassen, veröffentlichte im letzten Jahr eine Erklärung, die hier in Auszügen wiedergegeben wird. Ich sterbe wie immer und niemand steht weit hinter mir. Ich bleibe standhaft. Vater Globus liegt im Todeskampf. Er ist bereit zu sterben, doch ihr verhöhnt Vater Globus. Statt ihm zu helfen, Schmutz abzustreifen, besteht ihr darauf, zu wissen, was das Beste ist. Jetzt hattet ihr eure Rückforderung und glaubt, ihr werdet ewig leben. Aber im Grabe ist immer noch so viel Platz wie zuvor. Joy saß eine lebenslange Haftstrafe im Alpha Campus von Tunitech Inc. ab. Sie galt als Erfinderin der viralen Verdammnisplage. Cocktails der 2039 New York, London, Moskau, Tokio und Shanghai erfasste. Die Entscheidung, Choi lebenslänglich zu inhaftieren, anstatt sie zu exekutieren, traf größtenteils auf verfassungsloses Unverständnis. Aber die Informationen, die sie im Austausch für ihr Leben bot, führten zur Verhaftung von 16 hochrangigen Mitgliedern des Terroristenkults und schließlich zum Zusammenbruch der ewigen Verdammnis. Ja. Naja. Ja, puh. Ist ein bisschen, ne? Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Verfassungszusatz, Jeff, ja, das haben wir. Harz gewinnt Bahamas. Ja, gehen wir hier hoch. Und zwar gehen wir da lang. Vorher holen wir uns natürlich irgendwie noch den Lager, den, ja. Eigentlich will ich, was ich sagen will, wir holen uns noch
Die, den. Lagerpunkt, also, ja, Lagerfeuer halt. Lagerpunkt. Auch nicht schlecht, Lagerpunkt. Ja, das ist schon faszinierend. Muss ich sagen. So, wir machen einmal manuelles Speichern. Einfach so, weil ich es kann. Und dann gucken wir mal, wie spät. Ja, wir haben noch 5 Minuten. Das heißt, wir können uns hier mal getrost dahin begeben oder hintorkeln oder besser gesagt unentdeckt dahin latschen. Und es sei denn, man Tape of Game rennt mal wieder gegen einen Ast oder Baum oder ja, keine Ahnung. Ja, rennt irgendwie vom Baum. Das nehme ich lieber mit. Jo, dann gehen wir hier mal wieder. Patschi, patschi. Oh ja, oh ja. Und ich sehe was, was ihr nicht seht. Aber da ist ein Häschen. Ah nee, vergiss das, da komme ich nicht. Okay. Da ist er. Ich hab's gefunden. So, Harz gegen gewinnt Bahamas. Harz verkündet Sieg im Kampf um die Bahamas. Nassau, 22. Dezember 2062. Nach wochenlangen Gefechten zwischen den Robotertruppen des von den USA unterstützten Harz-Unternehmens und denen des kolumbianischen Kollektivs TG Communications wurden die Inseln des früheren Staatenbundes der Bahamas offiziell von Harz akquiriert, wobei die positive Bestätigung der Übertragungsforderung noch aussteht. Das Interesse an den Bahamas, die durch die Wiederherstellung des Polareises und das damit verbundene Absinken des Meeresspiegels wieder aufgetaucht waren, wurden von den dortigen reichhaltigen Vorkommen an Argonit befeuert, einem Mineral, das für die chemische Entfernung wasserbasierter Schadstoffe benutzt wird. Harz, das bereits eine beeindruckende Roboterstreitmacht kommandiert, nahm die Unterstützung des privaten Militärunternehmens Great Lakes Combat Solutions aus Michigan in Anspruch, um Produktionsanlagen von TG Communications einzunehmen. Das deutlich kleinere kolumbianische Unternehmen verteidigte seine Anlagen auf den Bahamas länger als erwartet, da es seinerseits Roboter-Leasing-Verträge mit dem indischen Militär abgeschlossen hatte, war aber schließlich angesichts der größeren und besseren ausgerüsteten Akquisitionsstreitmacht zum Rückzug gezwungen. Harz hat Pläne für eine Holo-Übertragung eines gewaltigen Spektakels, das die explosivsten Roboter-Momente im Roboterkonflikt präsentiert. Angekündigt. Zum Zeitpunkt des Drucklegung stand das Datum der Ausstrahlung jedoch noch nicht fest. Ja. Ich würde jetzt mal gerne was dazu äußern, was Amerika betrifft, weil Amerika ist eh kriegsgeil. Also, ne? Die wollen alles kontrollieren, obwohl es nicht deren Länder sind, also Ländereien. Die haben ein Land, Punkt. Sollen sie sich erstmal darum kümmern, da gibt's genug Arbeit. Und wogegen sie auch kämpfen müssten, wäre auch gegen das Rassismus.
Das ist aber irgendwie auf irgendeine Art und Weise wohl nicht machen. Ja? Und ja, noch Israel verteidigen, beziehungsweise, ne? Sagen, hey, ja, wir unterstützen mal Israel, die Kinder aus Palästina oder generell Menschen umbringen. So, umbringen, Völkermord begehen. Amerika ist nicht das einzigste Land, ja. Deutschland hilft ja auch mit, also auch fleißig, ne? Das brauche ich später noch. Und, ja, es ist halt nicht so gerechtfertigt, ne? Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Eigentlich mag ich kein Fußball. Ich hasse Fußball. Ich hasse Fußball abgrundtief. Warum? Weil jeder Idiot hinter einem Ball herrennt. Das, was heißt Problem? Das, was merkwürdig daran ist. Ja? Und ich sage wirklich merkwürdig. Ich muss herausfinden, wie ich mehr Maschinen überbrücken kann. Das Merkwürdige ist, was Katar betrifft. Ja. Hat ja Deutschland nicht wirklich mit Ruhm gekleckert, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. selbst die Spieler. Alter. Selbst die Spieler. Mit den Laufbinden, also, ne? Homosexualität, statt sich über, sich darüber zu freuen, ja, wie Fußball zu spielen, ja, gegen Länder, ja, nein, meinten sie ja, kackendreist, in einem anderen Land, deren Zwänge, deren Inkompetenz, ja, also, ja, es ist eine Inkompetenz, wenn ich das mal so sagen kann, durch Medien verursacht oder durch die Gesellschaft verursacht, von wegen, man kann nie zu gut wir müssen vorbereitet die sein. Homosexualität ausleben können und wir zwingen jetzt anderen unser Willen auf. Es ist uns ja wohl egal, in welchem Land wir dann sind. Es ist wirklich, Alter, als ich das mitbekommen habe, habe ich mir gedacht, ihr seid in ein anderes Land, es herrschen andere Regeln, es herrschen andere Gesetze und es ist deren Land, nicht euer Land. Reicht es nicht schon, dass ihr Deutschland selber kaputt macht? Müsst ihr jetzt auch noch mit euren scheiß ekelhaften Zeug wie Homosexualität, ja, in anderen Ländern? Alter! Ihr habt in Berlin, wollt ihr einen homosexuellen Kindergarten aufmachen, ja, wo Pädophile dann sind, also Alter. Als ich das auch gehört hatte mit der, was die Pädophilen da betrifft, ne, in dem Vorstand. Da habe ich nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Und das zeigt mir wieder, dass in einer Metallruine. Das muss wohl dass, das Lager sein. Deutschland lieber die Augen offen halten. Die Täter, also die, sprich die Pädophilen, mehr verteidigt oder schützt, ja, als die Opfer. Ja, als die Opfer. Also, das müsst ihr mal euch reinziehen. Deutschland schützt die Pädophilen als die Opfer. Mit anderen Worten, dazu kommen wir aber gleich, Jörg, weil wir sind gleich bei Minute 50. Ab hier werde ich jetzt mal stoppen und wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge von Horizon Zero Dawn. Und dann werde ich weiter erzählen, was Berlin und Kindergarten betrifft und Pädophilen. Ja,
Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, ein Feedback und ein Däumchen nach oben. Ich würde mich tierisch drauf und drüber freuen. Drauf, drüber freuen, ja. Alles klar. Und ja, schaltet die Glocke ein, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Ja, ich werde auch in Let's Plays Themen ansprechen oder über Themen reden, wo jetzt jeder zwar denkt, aber nicht darüber redet. Also, naja, nicht viele machen das. Und wir sehen uns gleich, sonst dauert das zu lange.